Was sagt denn die Zeitung mal wieder? Die drei Fragezeichen und die singende Schlange. Der Klassiker in neuer Gestalt. Ja. Ich könnte mal wieder drei Fragezeichen hören. Die singende Schlange. Boah, tolle Erinnerung. Muss ich auch machen. Die muss ich echt wieder reinpacken. Ihr seid ja auch da. Wie ihr seht, ich habe mir gerade zum Frühstück das Sterntheater geschnappt. Und habe dann gedacht, ja, drei Fragezeichen, ich habe schon lange nichts mehr. Irgendwie, weiß nicht, muss man doch mal sich wieder anhören. Und warum nicht im Planetarium Hamburg? Oder überhaupt im Planetarium in deutschlandweit? Schön, hier in dieser Zeitschrift wird das hervorgehoben, denn es gibt ein neues Planetarium-Hörspiel. Der Klassiker, die singende Schlange in neuer Gestalt. Das heißt, es wurde neu aufgenommen. Der Klassiker ging ja um die 40 Minuten etwa und jetzt ja, eine Stunde länger, kann man fast sagen, ist er inszeniert worden. Das Sterntheater. Darin findet ihr nicht nur zahlreiche Artikel und den Spielplan zu anderen Themengebieten, aber uns geht es ja um die drei Fragezeichen. Und gleich auf der ersten Seite, es wird schön der Inhalt nochmal wiedergegeben. Und ich lese euch das einfach mal vor. Nicht nur Fans der Kultdetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews kommen mit der Neuaufnahme des Drei-Fragezeichen-Klassikers auf ihre Kosten, sondern auch Menschen, die Freude am Erleben modernster Audiotechnik oder fantasievoller Visualisierung haben. Die Besucherinnen und Besucher des Planetariums Hamburg können sich auf ein illustriertes Hörspiel im 3D-Sound freuen, das Emotionen für Augen und Ohren verspricht. Dazu möchte ich anmerken, dass es natürlich auch in anderen Planetarien deutschlandweit läuft. Nicht nur auf dem Planetarium Hamburg. Hier ist natürlich, die Zeitung bezieht sich aufs Planetarium Hamburg. Und dann gibt es jetzt hier eine Inhaltsangabe und das fasst es ganz gut zusammen. Zugegeben, Miss Patricia Osborne ist eine etwas seltsame Dame. Ihrer Nichte Ellie geht sie damit auf die Nerven, dass sie behauptet, Spinnweben seien hervorragende Heilkräuter. Und rote Samtkleider sind in ihren Augen prima Schutzschilder gegen sämtliche Gefahren des Lebens. Sie erzählt Ellie, dass sie abends vor dem Schlafengehen mit einem Messer einen Kreis um ihr Bett zieht, um sich vor drohendem Unheil zu schützen. Außerdem lädt sie nachts zu geheimnisvollen Zusammenkünften ein. Ellie bittet deshalb die drei Fragezeichen, diesen Rätseln auf den Grund zu gehen. Detektive Justus, Bob und Peter schleichen sich bei Mrs. Osborne ein und beobachten schauerliche Dinge. Was sie wohl gesehen haben? Ja, und die Folge ist ja wirklich sehr bekannt von den drei Fragezeichen. Und ich habe extra nochmal rausgesucht, dass die Kassette, die kultige, der drei Fragezeichen mit der singenden Schlange drauf, die eben halt, was war das, 81 erstmals erschienen ist. 72 ist das Buch lizenziert. Und das Hörspiel, das muss so um in den Anfang der 80er gewesen sein. Also richtig cool, auch richtig gut gesprochen damals von allen Sprechern. Die sind nicht alle mehr dabei jetzt in der Neuaufnahme. Lutz McKenzie zum Beispiel ist diesmal nicht dabei als Dr. Scheitern. Das ist diesmal Tim Grobe, der auch in der Taipan, der dunkle Taipan, diese gleiche Rolle spielte. Ja, und dann haben wir eben halt auch Morten. Andreas von der Meden ist diesmal nicht dabei, ist leider ja verstorben. Der wurde mit einem neuen Sprecher besetzt. Klingt wunderbar. Ich habe leider keine Castliste, deswegen kann ich ihn noch nicht den Namen nennen, aber wir werden zukünftig mit diesem Sprecher konfrontiert. Er macht den Job sehr gut. Er hat dieses alte Akzent, diesen englischen Akzent so ein bisschen drauf, wie so ein britischer Butler und Chauffeur. Also richtig gut gemacht. Und Katrin Fröhlich als Ellie Jamison ist natürlich wieder dabei. Karin Lieneweg als Tante Mathilda ebenso. Ja, und die alte Kassette, ihr kennt das, die gelben. Damit bin ich auch aufgewachsen. Und ich höre die immer noch sehr gerne. Der Klassiker ist der Klassiker. Ich habe das Buch erst später gelesen. Das Buch ist auch ausführlicher. Die Kassette war auf 40 Minuten etwa reduziert. Das neue Hörspiel ist 90 bis fast 100 Minuten lang. Somit könnt ihr euch vorstellen, es ist doppelt so lang. Es ist wesentlich mehr. Und das Buch bietet auch ja,
richtig viel Stoff für mehr. Also es ist wirklich ausführlicher. Ich habe es jetzt hier wirklich noch in der klassischen Hitchcock-Edition. Das ist der einzige Unterschied. Hitchcock ist jetzt aus Rechtsgründen nicht mehr dabei. Das macht ja Robert Hetfield oder Hitfield. Und ihr seht auch, das Cover ist einfach großartig. Es ist ein echter Klassiker. Also stellen wir uns auch mal hier erstmal hin. Und wie gesagt, der Klassiker bleibt eben der Klassiker. Es ist auch die Erstauflage. Später wurde sie noch ein bisschen einmal aufbearbeitet. So findet ihr sie auf den digitalen Plattformen, zum Beispiel wie Spotify. Da ist sie ein bisschen anders abgemischt, gerade weil da eine andere Musik ist. Dennoch ist der Klassiker richtig cool und ich kann euch nur empfehlen. So, noch mal einen Schluck. Ich habe zwar einen guten Becher von so drei Fahrzeichen, aber nicht den zu den zur singenden Schlange. Aber egal, man kann ja nicht alles haben. Ja. Also wie gesagt, der Klassiker ist wirklich großartig. Ich habe ihn auch sehr früh gehört. Es war nicht eins der ersten Hörspiele von drei Fragezeichen, was ich gehört habe. Aber es hat mich auch damals gegruselt. Also es war wirklich sehr, sehr unheimlich und spannend. Und ja, im Endeffekt war ja auch das erste Mal, dass so ein Mädchen in den drei Fragezeichen, dass den drei Jungs so Kontra gibt, so ein bisschen sie nervt. So typisches jungen Mädchengeplänkel. Was auch... ja, war sehr spannend. Das ist die Nummer 25 aus der Reihe gewesen. Auch richtig interessant eben halt das Ganze. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, am Anfang gedacht, ja, gab es schon einige. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, welches mein erstes war. Ich vermute mal eben halt Phantomsee doch oder vielleicht sogar doch das Gespensterschloss. Die erste Geschichte selbst. Aber wir wollen zur singenden Schlange zurück. Also, die Bücher habe ich wesentlich später gelesen. Ich war nie so ein Buchnerd. Ich habe die erst als Erwachsener mehr gelesen, aber... Das Hörspiel, da finde ich seit meiner Kindheit fasziniert von den drei Fragezeichen. Und jetzt die drei Fragezeichen in dieser wunderbaren neuen Edition zu haben, ja, und mit vielen, vielen tollen Sprechern, da kann ich nur sagen, klasse. Wollen wir mal die Zeitung noch einmal weiter gucken, bevor ich nochmal auf mein Erlebnis beim Planetarium eingehe. Denn es war wirklich ein Abenteuer oder beziehungsweise es war wunderbar. Ich war am 25. direkt da zur Premiere. Aber hier auf der zweiten Seite steht auch noch allerhand Wunderbares zu dem Erlebnis sozusagen. Und zwar steht hierbei noch das Buch Die drei Fragezeichen und die singende Schlange ist bereits 1975 erschienen. Wie und warum daraus ein Planetariumshörspiel wird und was sonst noch Besonderes an der Arbeit, was sonst noch das Besondere an der Arbeit ausmacht, darüber haben wir den verschiedensten Protagonisten haben wir ausgefragt. Maike Müller, Co-Produzentin bei Sony Music Entertainment Germany, erklärt, neben der packenden Handlung ist ein spannender und abwechslungsreicher Aufbau wichtig, der uns in der Umsetzung die Möglichkeiten der 3D-Produktion ausschöpfen lässt. Nicht nur im Hinblick auf die Audioproduktion, sondern immer auch mit dem Blick auf die visuelle Umsetzung in der Kuppel. Markus Schäfer, Co-Produzent bei Hörraum Media, das sind die, die das abmischen, die eben halt diesen speziellen Ton, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid wirklich in einem großen, runden Raum und der Ton ist nicht nur einfach Stereo oder so auf zwei Sachen oder wie im Kino auf vorne Leinwand und eben halt Seiten und dann Räumlichkeit, sondern ihr seid mittendrin im Geschehen. So wie sich es eben für einen runden Raum gehört, kommt der Ton aus jeder Ecke und dafür muss schon speziell abgemischt werden. So dass man zwar zentral ist und doch irgendwie wird der Ton dann auch passend zur Räumlichkeit wiedergegeben. Ja, was sagt denn nun Markus Schäfer? Die drei Fragezeichen, die singende Schlange, haben wir für eine immense Hörspielproduktion aus drei Gründen ausgewählt. Zum einen ist er ein echter Klassiker, den wir ins Hier und Jetzt holen wollen. Zudem boten sich viele der darin enthaltenen Szenen für eine 360-Grad-Produktion gerade an. Außerdem handelt es sich gerade um die Vorgeschichte der gerade erfolgreich abgeschossenen Live-Tour von Die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan. Die Stimmen für so ein Hörspiel werden aus einem riesigen Katalog von Kindern, Jugendlichen, Schauspielerinnen und Schauspielern ausgesucht. Besonderen Spaß macht es, so Heike-Dine Körting, Hörspielproduzentin und Mutter der drei Fragezeichen, wenn eine Rolle auch einmal im Dialekt dargestellt werden darf. Schwierig kann es sein, wenn man Aktionen stimmlich erfahrbar machen muss. Zum Beispiel eine Treppe runterrennen,
tatsächlich aber nur vor dem Mikrofon, man aber tatsächlich nur vor dem Mikrofon sitzt und nur atmen oder hecheln soll. Kinder schicke ich dann die langen Treppen in meinem Studio hoch und runter. Also ihr wisst oder erfahrt so, Jens Wawrczeck, Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich haben eine harte Schule, die auch physisch war, hinter sich, damit sie auch so gut sprechen. Wenn sie sich dann außer Atem vor dem Mikrofon setzen, wird die Aufnahme richtig toll. Für die immense Soundtechnologie in den Planetarium neu aufgenommene Fassung hat Hörspielmanuskriptautor André Minninger auf Basis des Originalbuches oder hat es neu geschrieben. So lassen Sie sich in der 90-Minuten-Fassung nun auch Szenen entdecken, die in der ersten Hörspielfassung herausgekürzt werden mussten. Damals durften die LPs der Reihe 50 Minuten nicht überschreiten, erläutert Minninger. Viele Fragen der Geschichte sind dadurch unbeantwortet geblieben und haben immer mal wieder für Irritationen gesorgt. Die Chance, diesen Missstand bei der Neuproduktion bei der Neubearbeitung der Produktion zu beseitigen, habe ich mit großer Freude genutzt. Und durch die räumliche Umsetzung im 3D-Sound ist nun aus der vollständigen Geschichte nicht nur ein Hörspiel, sondern ein echtes Hörerlebnis geworden. Die drei Fragezeichen und die singende Schlange ist eine Produktion von Hörer Media und Europa an Division of Sony Music Entertainment. Ja, das sagt ja schon alles, viele Fakten. Ja, wie sieht es denn nun wirklich damit aus? Ich bin ja wirklich da gewesen, ich war zur Premiere da. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch fast alle Planetariums-Hörspiele bisher wirklich miterlebt hier in Hamburg. Und es ist immer wieder ein Erlebnis. Und es ist wirklich großartig umgesetzt. Es sind auch zahlreiche neue Sprecher dabei. Die Musik ist auch neu und passend dazu. Das klassische Gesinge der singenden Schlange ist eben halt auch ja, wieder dabei. Und es war einfach ein gelungener Abend. Also es war auch die Premiere, somit waren einige Stars anwesend und ich hatte die Chance, mit denen zu sprechen. Und ich möchte euch jetzt mal einen Sprecher kurz einblenden, der ein kleines ja, ein Grüßwörtchen an euch hat. Der André Bayer, der spricht eine kleine Rolle in der Taipan. Nicht der Taipan, der singenden Schlange. Hallo, ich bin André Bayer. Und ich spreche in der singenden Schlange die Rolle des Händlers Hendrix. Und ich kann nur sagen, guckt euch das an, nicht nur wegen mir, meine Rolle ist klein, aber die gesamte Geschichte wird hier so wunderbar im Planetarium erzählt, audiovisuell, dass es einfach ein Muss ist, das anzugucken. Viel Spaß und kommt her. Danke, André, nochmal. Es war echt toll, dich zu treffen und sich zu unterhalten, weil auch du warst begeistert über ja, das Hörspiel selbst. Ne? Du hast es da auch live erlebt und das ist halt etwas Besonderes eben halt, das überhaupt in dieser Atmosphäre zu erleben. Der Ton, wie gesagt, ist sehr räumlich und man sitzt dann auf gemütlichen Sitzen und es ist zum Glück nicht dunkel, diese Visualität. Es wird so mit Schlangen, die sich immer am Himmel kräuseln und so ein bisschen die Geschichte so ein bisschen unterstützen. Das sind jetzt nicht wirklich Animationen, dass man die Figuren sieht und so. Das ist aber trotzdem sehr, sehr gut gemacht und ja, so ein bisschen diese Schlange, die sich dann immer ein bisschen bewegt und herumzieht. Natürlich werden auch die Credits eingeblendet und so weiter. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die ich euch auch hier einblende. Es war ein sehr tolles Erlebnis. Wie gesagt, ein paar der Macher waren vor Ort, wie Heike Dine Körting, wie Jan-Friedrich Konrad und André Bayer. Und ja, ich habe eben halt auch mich ein bisschen unterhalten. Heike Dine Körting, die Frau Körting, das hat gesagt, hatte mir dann auch erzählt, dass sie das jetzt schon sehr viel eher eigentlich geplant hatten, herauszubringen, das Hörspiel, weil es ist schon seit ein paar Jahren fertig. Es sollte im Rahmen der Taipan-Tour, die durch Corona etwas in die Länge gezogen ist, eigentlich schon lange herausgekommen sein. War nicht der Fall, weil deswegen habe ich auch eben davor schon von Taipan geredet. Der dunkle Taipan ist sozusagen wie eine Fortsetzung zu der singenden Schlange direkt, weil auch der Dr. Scheitern ja wieder auftaucht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Eine sehr kultige Geschichte, die eben halt noch ein bisschen mehr Ellie beleuchtet, ein bisschen Justus Jonas, Peter und Bob, so ein bisschen noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, jetzt im Mittelpunkt zu stehen und noch ein bisschen die Geschichte zu vertiefen. So ein paar Kleinigkeiten werden noch mal erzählt, die im alten Hörspiel, wie auch schon hier vorgelesen, eigentlich zu kurz gefasst waren und die Geschichte kannte ein bisschen ausführlicher halt behandelt werden. Das ist echt wunderbar toll gelungen. Man ist wirklich gefesselt und
Ja, deswegen möchte ich jetzt auch noch mal kurz Jan Friedrich Konrad bitten, denn der hat auch einen Gruß an euch. Hallo, liebe Hörer von shortreview.de. Ist das richtig? Entschuldigung, ja, genau. Nochmal starten. Ja, gar okay. Kein Problem. Hallo, liebe Hörer von shortreview.de. Mein Name ist Jan Friedrich Konrad und wir haben uns hier gerade getroffen im Planetarium Hamburg zur Premiere von der Singenden Schlange. Und das ist eine Show, die man wirklich unbedingt sehen muss. Die Musik ist gut und wenn man sonst Bedarf hat für gute Musik, dann empfehle ich, hört doch mal rein, Jan Friedrich Konrad. In den Streamingdiensten findet ihr meine Playlists mit 12 Stunden netto Musik, die mysteriös, actiongeladen und Suspense ist. Ja, danke dir nochmal, das war echt toll, sich auch mit dir zu unterhalten, weil seine Musik begleitet eigentlich, man kann, der sagt ja auch schon seit den 90ern, Ende der 90er etwa, hat er mit dem Opener Die drei Fragezeichen, also das, was auch jetzt im Haschimitenfürst auch mit benutzt wird, hat er eigentlich auch den neuen Stil gelegt, der bis heute geblieben ist, zusammen eben halt noch mit dem Herrn Morgenstern. Also richtig klasse auch und das war echt ein Erlebnis und es war zu Spaß, sich einfach nochmal mit den Machern dann kurz zu unterhalten, was bei der Premiere auch wirklich wunderbar ist und ich danke auch nochmal, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Ja, also ich kann euch das Ganze nur ans Herz legen. Das war drei Fragezeichen mal ein bisschen anders zu erleben. Die Live-Tour ist ja leider schon vorbei. Kann man jetzt nur noch teilweise oder die Älteren wie auf DVD oder Blu-ray erleben. Vielleicht mal im Fernsehen, da wurde ja auch Phonophobia damals ausgestrahlt. Zum Beispiel auch einmal. Aber das Planetarium-Hörspiel ist nochmal etwas anderes. Es ist also gemeinschaftlich dieses Hörspiel lauschen, etwas länger, dann diese tolle Soundkulisse, der von überall kommt. Man ist mittendrin im Geschehen und ja, auch diese Visualität, die Schlange, die dich mit in deinem Kopf verfolgt, weil du siehst sie ständig am Himmel. Also es ist eindrucksvoll und wirklich klasse gelungen, also Wahnsinn. Und ja, ich danke euch allen, dass ihr mal kurz mein Statement, also wie gesagt, es ist meine große Empfehlung, dieses, ja, da bleiben mir fast die Sprünge weg, also dieses Drei-Fragezeichen-Hörspiel zu erleben und den Abschluss mache ich, also ich sage euch, freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, hinterlasst ein Like, ein Abo und kommentiert gerne, das sage ich sofort, aber ich möchte den Schluss heute der Hörspielkönigin widmen, denn die hat noch einen lieben Gruß zu euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo, wir sind ja jetzt gerade hier in diesem wunderbaren Planetarium. Eine tolle Geschichte. Die Singende Schlange ist ja die Folge 25 gewesen und nun aber in langer Form und wunderbar realisiert. Kommt alle her.